Hallo, ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier und heute zeige ich euch mal, wo die Ribs überhaupt herkommen. St. Louis Cut Ribs, Back Ribs, Rib Tips, was ist das überhaupt und wo kommt es her? Wie muss das ausschauen? Was ist besonders daran? In dem Video seht ihr es, bleibt dran! Ich habe euch heute eine Side of Pork mitgebracht, damit ich euch auch am Tier zeigen kann, wie schneidet man die Ribs auch aus dem Tier raus, wo kommen die her und wie müssen die ausschauen. Hier seht ihr die Side of Pork. Wir haben hier hinten das Filet. Da geht es jetzt hier zum Schlegel. Den habe ich weggeschnitten heute früh. Und hier vorne fehlt Hals mit Schulter, Nacken, Backen und Kopf. Okay? Das ist jetzt unser Teilstück, aus dem wir unsere Ribs rausschneiden. Wir haben hier einmal die Loin Ribs oder Back Ribs. Die sind hier am Rücken dran. Sieht man, die haben auch eine sehr starke Wölbung. Als nächstes kommt dann dieser Teil. Das ist die Rippe, die am Bauch dran ist, im Deutschen Bauchrippe. Die schneiden wir dann raus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen entweder als Spare Rib oder ich bevorzuge den St. Louis Cut Rib, der ist noch ein bisschen fleischiger. Die dritte Variante wäre dann noch die Fleischrippe. Das zeige ich euch auch, was jetzt dann wieder der feine Unterschied ist zwischen der Fleischrippe und dem St. Louis Cut. Und dann zu allerletzt haben wir dann hier noch diese Knorpelleiste hier außen. Das ist der Rib-Tip. Und wo ich euch eigentlich auch mal darauf aufmerksam machen will, was wirklich geil ist, sind Short Ribs vom Schwein. Das war früher der Stich. Aber das ist auch mit eins der saftigsten Rippchen, die ihr machen könnt. Zeige ich euch, schaut mir zu. Jetzt zerlegen wir das Ganze und danach sprechen wir weiter über die Sachen. Zunächst einmal nehmen wir das Kotelett weg. Hier sehen wir, hier läuft unser Rippchen. Einen Zentimeter über dem Kopf schneiden wir rein. Und auch hier vorne, wenn wir das Ganze vielleicht noch etwas enger anziehen, in der Richtung, müssen wir sägen. So, das ist jetzt unser Bratenstück, das wir hinten rausgeschnitten haben. Hier schneiden wir jetzt dann nachher unsere Egg Ribs schön raus. Das legen wir jetzt so lange noch zur Seite. Als nächstes haben wir jetzt dann hier unseren Schweinebauch. Wir schneiden den jetzt gleich mal so zu, dass er für uns passt. Eins, hier vorne, da haben wir jetzt noch das Brustbeißen drinnen, dann müssen wir da noch ein bisschen außen rumschneiden. So, und jetzt will ich euch mal was zeigen. Hier haben wir jetzt unseren Schweinebauch. Das ist jetzt der ganze Schweinebauch. Wenn wir jetzt eine Fleischrippe rausschneiden, schneiden wir im Prinzip nur hier unten die Schwarte mit dem äußeren Fett etwas weg. Dann ist das hier alles unsere Fleischrippe. Die Schellrippe ist genau das Gegenteil. Da schneiden wir hier oben direkt unter der Rippe auch das ganze Fleisch weg. Das ist dann das Spare Rib, das klassische. Kann ich euch auch nicht unbedingt empfehlen. Meine Empfehlung für die saftigsten Rippchen aus dem Schweinebauch sind die St. Louis Cut Ribs. Und das machen wir jetzt mal. Wir schneiden diesen Muskel hier, seht ihr den? Zwischen dieser Fettschicht, dieser obere wird immer relativ trocken. Es gibt dann so ein komisches Häutchen drauf. Aber hier schneiden wir direkt rein und nehmen den so nach hinten raus.
Und jetzt machen wir hier den St. Louis Cut noch raus. Hier oben. Einmal. Und was wir jetzt hier noch haben, ist unser Rib Tip. Den schneiden wir jetzt auch noch raus. Und jetzt machen wir noch vorne unsere Short Ribs vom Schwein raus. Da müssen wir unser Brustbein wegtrennen. So. Das kann man noch ein bisschen zuschneiden hier. Vorne ist noch die Hauptschlagader. Muss auf der Rückseite noch etwas weg. So. Jetzt legen wir das Ganze dann nochmal zur Seite. Sprechen wir nachher nochmal drüber. Jetzt gehen wir an den Rücken. Wir machen jetzt zum einen hier das Filet raus. Zum anderen schneiden wir jetzt hier oben relativ dünn an den Rippchen entlang. Hier hinten haben wir keine Rippchen mehr, da müssen wir jetzt halt schauen. Und hier seht ihr jetzt auch schon die sehr schönen Loin Ribs. Da gehe ich jetzt noch mal kurz rein, nimm die Bandsäge dazu und säge hier an dem Ansatz der Rippen vom Rückgrat die Loin Ribs weg oder Back Ribs. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Jetzt habe ich die Rippchen nochmal, die Backribs nochmal weggeschnitten. Jetzt haben wir die vier verschiedenen Rippchen da. Backribs, St. Louis Cut Ribs, Rib Tip und hier diese Short Rib vom Schwein, auch genannt der Stich. Wie schon gesagt, das ist so ein Geheimtipp von mir. Da könnt ihr richtig gut was davon machen. Zum Schluss möchte ich euch jetzt auch noch zeigen, wie man die Silberhaut optimal runterbekommt. Fragen mich auch immer viele Kunden, wie kann man das machen? Werkzeug ist optimalerweise eine Gabel, Messer, Löffel. Der Stiel davon soll vorne leicht abgerundet sein und auch nicht zu hoch. Und da nehmt ihr dann diese, nicht den Ansatz am Rückgrat, sondern praktisch die andere Rippe in der Mitte und den zweiten von vorne. Und auf dem Knochen, nicht auf dem Fleisch, sondern auf dem Knochen mit diesem Löffel dann reinfahren. Nach oben abheben. Und wenn ihr das geschafft habt, einfach nur noch das Ding nehmen. Von hinten nach vorne durchziehen. Damit ist es weg. Es kann jetzt sein, dass zwischendurch mal wieder ein paar Einrisse sind. Da könnt ihr dann nachlegen, indem ihr auch wieder auf dem Knochen entlang fahrt. So, Nummer 1. Und der nächste. Auch wieder zwei der Knochen. Nicht wieder unten an den Knorpeln ansetzen, sondern oben. Unsere Back Rib ist die zarteste Rippe, auch sehr mager. Loin Rib, sagt auch schon vom Kotelettrippchen her, ist wenig Fett dran, dafür sehr mager und auch zart, weil wir sind wieder oben im Tier. Beim St. Louis Cut, das ist unser Geschmackssieger. Wir haben eine leichte Fettauflage drauf. Von der Zartheit her müssen wir einfach ein bisschen länger das Ganze drinnen lassen. Genauso unser Short Rib ist nicht ganz so groß und mächtig. Dafür hier wird er besonders viel Bums
und auch eine sehr schöne Fleischauflage, die oft auch noch top marmoriert ist. Unser Rib-Tipp ist jetzt so gesehen nichts zum Smoken direkt, sondern das Ding wird vorgekocht und dann direkt übergrillt. Ist was, die viel Fleisch mögen und vor allem müssen sie die Knorpel mögen, weil die isst man nach dem Kochen dann auch mit. Das ist das, was so schön noch kracht im Mund danach, wenn man drauf rumbeißt. Das sind die Ribs, auf die es ankommt. Jetzt wisst ihr, wo sie herkommen. Jetzt wisst ihr, welche vielleicht besser zu euch passen. Was sind eure Lieblingsribs? Schreibt es mir in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Fleischsommelier. Ja, ihr seid immer noch da. Schön, freut mich. Von mir kann man nicht genug bekommen. Deshalb abonniert meinen Kanal und schaut euch gleich das nächste Video an. Ich freue mich auf euch.